for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, der schlaue Beobachter, bemerkt, wieso heißt das Ding Reptil-TV, wenn der eine Spinne auf der Hand hat. Gehört natürlich auch zu den Terrarientieren. Eine Avicularia variegata, ne? Also die Avis, die sind immer mordshübsch, mordsbunt und immer schön, oder so gut wie immer schön brav. Und der Profi für die ganzen Spinnen ist der Urs Haag hier. Urs, ich glaube, du stellst dich am besten selber vor. Gerne. Hallo zusammen. Also mein Name ist Urs Haag. Ich bin Eigentümer der Exotenzuchtlage, wie man hier schön an meinem T-Shirt erkennen kann. Ich beschäftige mich ungefähr seit gute 30 Jahren mit Terraristik. Meine erste Vogelspinne habe ich mit 12 Jahren bekommen. Schwerpunkt immer schon Spinnen gewesen, aber auch ein bisschen andere exotische Tiere haben es mir angetan. Und seit 20 Jahren jetzt mittlerweile haben wir unser Business, also unsere Exotenzucht Haag. Nächstes Jahr, 24, haben wir 20-jähriges Jubiläum. Und ich mache das Ganze nicht alleine, sondern hier mit meiner Tochter. Die könnt ihr jetzt nicht sehen, die hält nämlich gerade die Kamera. Und mit meiner Frau, aber die werdet ihr dann später noch kennenlernen. Ja, und der Stefan hat mich gefragt, ob wir mal zusammen hier so eine Folge machen können, beziehungsweise zwei Folgen. Und die Idee ist es jetzt einfach, euch mal unsere Zucht ein bisschen im Allgemeinen zu zeigen, im ersten Teil. Und im zweiten Teil wollen wir dann speziell auf die Zucht und die Haltung von Terrafosa-Arten eingehen, weil das so der Schwerpunkt von unserem Business ist. Aha, Schwerpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, weil genau. Die Terrafosas die größten und schwersten Vogelspinnen sind. Gell? Ja, cool. Ebbe. Da haben wir, glaube ich, hier die perfekte Location gefunden, um endlich mal wieder was über Spinnen zu machen. Viele von euch fragen ja mal, machen wir wieder was mit Vogelspinnen. Und heute ist der Tag und jetzt geht's los. Gut. So, jetzt schauen wir uns mal den ersten Zuchtraum an. Hereinspaziert. Okay. So, also in dem Raum hier haben wir hauptsächlich Avicularia-Arten. In den Glasterrarien sind überall Zuchtweibchen, insgesamt in dem Raum 170 Stück. Wie gesagt, verschiedenste Avicularia-Arten. Unser Intro-Tierchen von vorher finden wir da wieder, die Variegata. Dann haben wir hier aber auch. Pass auf, da muss ich das mal. Muss ich gleich ein wenig näher hin. Ah, das war. Ah, die hier war es sogar. Genau. Wie hat sie geheißen? Das war die Claudia oder die Agathe oder? Variegata. Du hast sie nicht alle. Nee, irgendwelche über, Namen die, über die Zeit sind wir schon lange hinaus. Ich drüber raus, dass zu dir. Namen gibt. Das, wie viel. Also, wie viele Zuchtweibchen hast du gesagt? 170 sind in dem Raum hier. Okay, ja, da wird es natürlich schwierig, wenn du dir 170 Frauennamen ausdenken müsstest. Gell? Hast du die Räume, also ist das mehr oder weniger zufällig oder hast du die klimatisch auch ein bisschen anders? Ne? Ja, wenn genau, also die Räume sind praktisch auf die Arten, die es hier drin gibt, spezialisiert, ne? von der Temperatur her. Avicularia-Arten mögen es recht warm, das heißt, wir haben hier so eine Durchschnittstemperatur von 28 Grad am Tag. Aha. Ja, und deswegen sind hier auch hauptsächlich eben nur diese Arten drin, die es eben so warm brauchen. Ja, genau. Und andere Arten, jetzt Terrafosa oder sowas, die hast du dann... Genau, die finden wir dann nachher in der anderen Räumlichkeit. Vielleicht kühler, okay. Genau. Ja, greife ich jetzt vorne weg. Gell. Schauen wir mal kurz, wenn wir hier sind, dann wollen wir natürlich auch ein paar hübsche Tiere sehen. Hier ist der Klassiker, Avi Avi. Hier auch nochmal, dann haben wir hier also Caribena versicolor. Also die, wenn es euch so geht wie mir, die Versicolor kannte man ja natürlich immer unter dem Namen Avicularia versicolor. Und die heißt jetzt Caribena, ja? Genau, richtig. Caribena versicolor. Ich soll jetzt immer gucken, dass die Scheibe nicht so spiegelt. Nehmen wir mal die hier. Was vielleicht da nachher, Stefan, ist besser. Was mir jetzt gerade ein- oder auffällt, Metallica, was ja auch immer so ein Klassiker ist oder war, hast du gar keine oder gibt es die nicht mehr? Doch, die habe ich hier drüben.
Allerdings nicht viele, nur drei Stück haben wir da noch. Nur drei Stück. Genau. Ich erinnere mich früher zu den, wo wir auch noch viel Vogelspinne verkauft haben. Ich hatte immer so den Eindruck, die ganzen Heavy-Metal-Freaks, die wollten unbedingt eine Metallica haben. Ja, ich glaube schon allein so der Name Metallica, das war schon ausschlaggebend. Ich brauche eine Metallica. Aber sind auch hübsche Tiere, natürlich. Mal noch ganz kurz, wie unterscheidest du eine Metallica von zum Beispiel Avicularia avicularia? Also das ist da, was man da dazu wissen muss. Ne? Es gibt leider im Business viele Leute, die Avicularia avicularia als Metallica verkaufen. Ne? Weil ja, es gibt halt viele Avicularia-Arten, die einfach mit der bläulichen Grundfärbung recht ähnlich aussehen. Sagen wir mal so. Jetzt hole ich mal gerade so ein Tier raus hier. Wenn sie möchte oder nicht. Natürlich nicht. Für die oder für die Community allgemein, wenn du dir jetzt ihr Spinnennetz hier ein bisschen zerstörst, wenn du da drin rumfummelst, nicht schlimm, hat sie morgen wieder repariert. Hat sie morgen repariert. Wir halten das natürlich auch möglichst in Grenzen, jetzt hier die Tiere in die Hand zu nehmen. Das mache ich jetzt wirklich hier nur, um euch das mal zu zeigen. Ja. Also eine echte Avicularia Metallica, die kommen aus Französisch-Guyana, aus dem Bereich um Cayenne, also um die Hauptstadt. Und die haben diese weißen Haarspitzen, wie man hier sieht, auf dem Bein und auf dem Abdomen. Werden relativ groß, ne, für eine Avicularia, so eine mittelgroße Avicularia-Art ist das hier. Und die haben halt keinen oder nur ganz, ganz wenig von diesem rötlichen Harn. Okay. Wenn wir uns jetzt nachher mal so eine Avi-Avi angucken, die bleiben in Summe kleiner. Hoppla. Avicularia können übrigens super gut springen auch, ne, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Die bleiben in Summe kleiner und haben eben nachher sehen wir's, eine deutliche rötliche Behaarung, was die jetzt eben hier nicht haben. Okay. Ja, lassen wir sie mal wieder rein. Wenn wir jetzt hier mal an die andere, an die Avi-Avi-Anlage rübergehen hier und da uns mal so ein Tier, das brauchen wir jetzt gar nicht rausholen, das können wir, denke ich, so ganz gut sehen, anschauen. Ja. Dann seht ihr jetzt hier oben so diese eher rötliche Behaarung, ne? Sowohl auf den Beinen als auch hinten am Abdomen, also am Hinterleib. Also wenn wir genau hingucken, da sehen wir es wahrscheinlich in dem Licht nicht so gut. Ich mache mal mit der Taschenlampe vielleicht dazu. Aha. Ja, jetzt seht ihr eher so rötliche Behaarung und ihr seht, dass das Tier einfach auch deutlich kleiner ist als das andere. Kleiner, ja, über die Größe fällt natürlich direkt auf. Und die Behaarung, da müssten wir es wahrscheinlich so als Laie wie ich oder wie die meisten Zuschauer, da müssten wir die Bilder direkt nebeneinander als Vergleich halten, gell? Genau, Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass man natürlich bei Vogelspinnen sehr, sehr bestrebt drauf ist, die Arten reinzuhalten und nicht irgendwelche miteinander theoretisch kompatiblen Arten zu verpaaren. Ne? Und wenn natürlich dann da die Leute die Tiere unter falschem Namen anbieten, dann ist das natürlich auf dem Markt ein bisschen schwierig. Deswegen achten wir da sehr drauf, dass das dann auch eben genau passt. Eben ja, also Ebe würde theoretisch natürlich, oder ein Avi-Avi-Mann würde sich mit einer Metallica wahrscheinlich verpaaren. Ja. Weil die eben von der Evolution her so nah miteinander verwandt sind, dass sie tatsächlich auch reproduzieren können. Und dann hätten wir irgendwelche Hybriden, was natürlich nicht Sinn und Zweck ist. Ja, schön. So, also wir sind jetzt mittlerweile hier im Juli eigentlich am Ende der Zuchtsaison bei der Avicularias, aber so vereinzelt haben wir noch Kokos. Wenn wir da zum Beispiel mal reingucken, haben wir jetzt gerade eine Avi-Avi, wo jetzt die Babys frisch geschlüpft sind. Ja, die sind jetzt da oben hängen die da dran. Die wird meine Frau nachher dann gleich rausholen und dann in die entsprechende Aufzuchtbox setzen. Aber wie gesagt, die Saison ist fast vorbei, also einzelne Kokons sind noch bei den Weibchen hier, aber der Großteil ist schon durch. Also der Kokon bleibt bei den Avicularias, genau, lassen wir den Kokon beim Weibchen, weil die kann ihn einfach wesentlich besser zeitigen, als wir das könnten. Aha. Und so nach circa 8 Wochen bei der Temperatur, die wir hier haben, schlüpfen dann die Babys und dann sammeln wir die Babys. Und dann nimmst du sie raus? Dann sammeln wir die raus. Und dann funktioniert das bei uns so, hier oben seht ihr noch die Tiere von der Saison, die noch nicht verkauft sind. Jetzt, ist gar nicht auf. Da hole ich jetzt einfach mal so eine Palette runter. Und da seht ihr jetzt praktisch die Nachzuchten dann, die schon vereinzelt sind. Beziehungsweise jede Box ist immer ein Kokon. Ne? Und da sehen wir jetzt eben die Jungtiere, die bleiben jetzt hier zusammen bis kurz vor der ersten Häutung. Und dann werden die einzeln gesetzt oder sind dann eben natürlich schon
beim Kunden angekommen, wenn sie verkauft sind. Also jetzt, das ist die erste Fresshaut, ne? Genau, man sieht jetzt hier gerade, die sind jetzt gerade schon am Häuten oder haben sich schon, das ist jetzt schon die zweite Haut, also da wird es jetzt dann Zeit, dass wir die eben einzeln machen, weil die mit der Zeit dann so ab, spätestens ab der zweiten Fresshaut dann anfangen, sich gegenseitig aufzufressen. Okay. Jetzt waren sie, oder sind sie in diesem, in der ersten Fresshaut und zweite Fresshaut geht es dann in die... Genau, also wenn sie dann vereinzelt, dann geht es dann praktisch in der Größenordnung hier weiter. Okay. Ne? Also das sieht dann so aus, es sind dann solche Aufzuchtbehälter eben speziell für baumbewohnende Vogelspinnen, die haben eine gute Durchlüftung. So hast du jetzt aber trotzdem drin. Zwei Stück da drin? Das ist die Haut. Ah, das ist die Haut. Ah, okay. Genau, die hat sich auch schon gehäutet, der Hanna. Aha. Ne, das ist dann eben so die nächste Größe. Das sind jetzt wieder im Prinzip Holdbacks, ne, sagt man bei der Reptilienhalter, ne, also Tiere, die wir praktisch für uns dann für die Zucht verwenden, ne, die ziehen wir dann so auf. Ja. Und hier oben seht ihr jetzt zum Beispiel dann Tiere, die dann die zukünftigen Zuchtgenerationen dann schon in 2 Jahren sind. Das sind jetzt Nachzuchten von 21 von unterschiedlichen Arten. Da seht ihr dann, die Behälter sind eine Nummer größer und ihr seht, die Tiere haben auch schon entsprechend gewachsen. Mhm. Ja, also wie jetzt, alt ist das Tier jetzt? 21? Das ist von 21, also das sind jetzt zweijähriges so knappe Tier. Anderthalb bis 2 Jahre. Knappe genau. 2 Jahre, okay. Ja, das ist dann eben die nächste Aufzuchtgröße. Okay. Gehen wir einen Raum weiter. Genau. Ne? Müssen wir nicht weit laufen, sondern hier einmal nur durch die Tür durch. Das ist jetzt erstmal da. Hier wird es gleich ein wenig kühler, genau, hier gleich, ist, wenn hier man, ist es kühler. Wenn man reinkommt, machen wir die Tür hinter uns zu. In dem Raum hier haben wir jetzt sowohl 170 Zuchtweibchen von verschiedenen Arten, als auch sehr, sehr viele Nachzuchten, entweder wieder Holdbacks oder dann auch tatsächlich Tiere, die zum Verkaufen sind. Ich mache mal ganz kurz hier, was wir da so haben. Wir haben hier Monocetropus balfouri, die oberen 2 Reihen. Das ist eine sehr interessante soziallebende Art aus dem Jemen. Ich muss mal dem Stefan ein bisschen besseres Licht, glaube ich, organisieren hier. Super schönes, frisch gehäutetes Weibchen. Schöne Blaufärbung. Und hier oben seht ihr jetzt, da ist jetzt gerade ein Kokon geschlüpft im nächsten Terrarium. Und da seht ihr die winzigen Babys da umeinander krabbeln. Und was super interessant ist bei der Art, das ist eigentlich so ziemlich die einzige Art, die wirklich super sozial verträglich ist und auch sozial miteinander interagiert. Und zwar in der Form, wenn jetzt hier die Mutter ein Beutetier erlegt, dann werden die ganzen kleinen winzigen Babys nachher da hingehen und mit der Mutter zusammen das Beutetier verspeisen. Okay. Also die, was weiß ich, Mutter frisst eine Heuschrecke. Genau, die fängt dann an, das praktisch zu verdauen, ne? Also vorm Mund, vorm Labium. Ja. Weil die Spinne ja einen Saugmagen hat und keine feste Nahrung aufnehmen kann. Ja. Und die Jungtiere, die gehen dann dahin und beteiligen sich praktisch an dem Fressvorgang. Ach was. Genau. Und bis zu welcher Fresshaut? Die kann man komplett zusammenhalten. Also die sind super verträglich, also die kann man tatsächlich bis zum Adultstadium in größeren Gruppen pflegen. Ach was. Ja. Und fressen die dann immer noch zusammen? Weil ich kann ja nicht sein, dass die... Also man beobachtet es tatsächlich teilweise, dass dann auch mittelgroße Tiere dann ein größeres Futtertier gemeinsam erbeuten. Aber großen Tiere, die brauchen natürlich dann schon. Also da geht dann der Futterneid auch irgendwann los. Die ja. Fighten aber jetzt dann. Mittlere Tiere, einer jagt und die ganze Familie. Genau. Also der eine mit seinen 47 Geschwistern. Ganz genau. Hängt an dem Beutetier. Ach, das ist verrückt, habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Da unten geht es weiter mit Pamphobetheus, sehe ich, gell? Genau, das ist Pamphobetheus antinous aus Peru. Aber mal gleich gerade mal rein, ja. Pamphobetheus besticht wegen durch ihre Größe letztendlich. Richtig. Gell, oder? Also die Weibchen sind einfarbig, jetzt bei denen hier rotes Abdomen, rote Abdominalbehaarung, schwarze Grundfarbe. Eigentlich schön vom Kontrast her, aber ist natürlich nicht super spektakulär. Aha. Aber werden natürlich groß und was bei denen sehr interessant ist, dass halt die Männer wunderschön sind. Die adulten Männchen, die sind dann so blau, lila teilweise bei verschiedenen Arten. Super interessante Färbung. Okay. Pamphobetheus antinous. Auf der Seite geht es hier weiter mit verschiedenen Xenestis-Arten. Da haben wir, glaube ich, insgesamt 40 Zuchtweibchen. Das sind natürlich auch super farbenfrohe Tiere. Das ist jetzt so diese Speckblue, weil die so einen bläulichen Schimmer haben, wenn die frisch gehäutet sind.
Wir versuchen übrigens die Terrarien so einigermaßen naturnah einzurichten, aber schon so, dass es eben für uns wirklich auch pflegeleicht ist, ne? Weil bei der Menge an Tieren geht es natürlich auch darum, dass man effizient arbeiten kann und so die Tiere gut pflegen kann entsprechend. Sehr gut, jetzt hier den Pappendeckel vielleicht noch kurz angesprochen, die haben dann einen Kokon, oder? Richtig, also wenn hier irgendwo so ein Pappendeckel zu sehen ist, dann hat das Tier einen Kokon. Wenn wir da jetzt mal reinleuchten, dann sehen wir das auch ganz schön, ne? Das ist dann praktisch dieser Eisack. Und der Pappendeckel hat einfach die Funktion, dass die Tiere einigermaßen ihre Ruhe haben, wenn wir hier draußen umeinander laufen oder arbeiten, dass die halt nicht allzu sehr gestört werden. Man hat ja immer das Risiko mit Kokon aufreißen, gell? Genau. Das ist so da. Also wenn halt ein Tier zu sehr gestört wird, dann wird dann fressen die ihren Kokon auffressen. Kokon auf. Genau. Okay. Ja, dann können wir da mal um die Ecke gehen. Hier geht es los mit den ersten Theraphosas. Das sind Theraphosa apophysis. Da werden wir dann nachher noch jede Menge mehr sehen. Dann gehen wir mal hier um die Ecke. Hier sind jetzt unsere asiatischen Röhrenbewohner. Die halten wir hier in den Eimer, weil die Tiere halt entsprechend hohen Bodengrund benötigen, weil die wirklich in der Natur relativ tiefe Erdröhren erzeugen. Und was halt super spektakulär ist an den Tieren, ich mache da mal gerade einen Eimer auf, dass sie, wie gesagt, in der Natur ja eigentlich komplett unter der Erde leben und nur abends dann in der Dämmerung praktisch an den Höhleneingang kommen, um nach Beute, auf Beute zu warten und Beute zu jagen. Und es gibt halt Arten von denen, die wirklich eine absolut faszinierende Färbung haben. Wie die hier zum Beispiel. Aha. Das ist jetzt die sogenannte Ornithoctonine Speck Vietnam Silber. Also ganz, ganz krasse Silberfärbung. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video jetzt so gut sehen kann. Ja, doch. Sieht man also eine relativ neu entdeckte Art aus Vietnam. Okay. Und ist natürlich hier wirklich eine Frage, warum hat die Evolution sich da so tolle Farben einfallen lassen für Tiere, die eigentlich dämmerungs- und nachtaktiv sind, respektive eigentlich ihr ganzes Leben lang unter der Erde sitzen. Die hockt im Loch und hat die schönsten Farben. Genau. Und kein Mensch weiß, wieso, gell? Die tät's doch auch im Braun eigentlich, gell? Hast du recht, das ist natürlich eine spannende Frage, gell? Haben wir hier verschiedene Zuchtweibchen bekommen, sind wir gerade dran, was aufzubauen in den nächsten Jahren. Speck steht für Spezies, das heißt, es ist noch eine unbestimmte Art. Ne? In der Regel ist es so, wenn die Gattungsebene schon bestimmt ist, ne, dann haben wir die Gattung vorne, und dann kommt eben dieser Speck. Und dann haben wir im zweiten Teil in der Regel irgendwelche entweder Fantasienamen, die sich derjenige halt einfallen lassen hat, der das Tier zum ersten Mal praktisch auf den Markt gebracht hat. Oder halt dann tatsächlich so das Herkunftsgebiet oder irgendwas halt, um das Tier dann eindeutig identifizieren zu können. Mhm. Damit einfach im Handel dann entsprechend die Arten eben mit der gleichen Bezeichnung weitergegeben werden können. Und das bleibt dann eben so lange bestehen, bis dann eben diese Arten wissenschaftlich beschrieben worden sind. Mhm. Und dann wird eben dieser Gattungsname nochmal überprüft, ne? Und dann der tatsächliche Name heißt sie irgendwann von demjenigen halt dann, genau, von demjenigen, der das Tier dann beschreibt, wird dann dieser Name praktisch vergeben. Okay. Genau. Und hat einfach damit zu tun, dass bei den Spinnen, Vogelspinnen doch noch immer wieder neue Arten entdeckt werden. Ja, absolut. Ne, also wir haben jetzt mittlerweile, ich würde sagen, so um die 1000 beschriebene Arten, aber es gibt also sehr, sehr viele und es kommen jedes Jahr, eigentlich fast jeden Monat neue dazu, die dann neu entdeckt werden. Um die 1000 beschriebene Vogelspinnenarten. Ja. Okay, oh, interessant. Das hier Gramosola brüchera, auch ein Klassiker eher. Ne? Das sind jetzt so diese ganz schwarzen, schwarzen schönen Tiere aus Uruguay. Schwarz läuft immer, gell? Das ist bei den Spinnen nicht anders wie bei den Reptilien. Genau. Und wenn du jetzt einmal noch mal kurz hier nach unten guckst, da haben wir jetzt nochmal so ein Highlight von den Erdbewohnern. Das ist auch eine Art aus Vietnam. Die trägt jetzt den Namen Ornithoctonine Speck Ho Chi Minh, einfach weil sie aus Vietnam kommt. Ne? Also die sitzt jetzt natürlich hier schon in ihrem Loch, aber ich schaue jetzt mal, dass ich die da einmal kurz rausbringe. Genau, da wird sie jetzt gleich kommen. Genau, da ist sie. So, und jetzt schau dir das mal an. Okay. Super schöne goldene Färbung hier. Aha, also die Fora Silber und hier die. Hier haben wir die Goldvariante, genau. Und zwar, also auch ein Tier, das absolut hier Erdbewohner ist. Ne, gibt es in der Natur hauptsächlich in Hanglage, machen die dann ihre Röhren. Kommt aus dem Norden von Vietnam. Aha. Aber auch wirklich super schöne Färbung. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann, aber der Carapax, also hier dieser Deckel,
oben, wo die Augen sind, der ist wirklich in einem feinsten Gold gefärbt. Ja, hübsch. Eben, man kann schon generell sagen, die Bodenbewohner sind ein bisschen, also eher nicht zum Anfassen, sondern eher zum Anschauen, gell? Ja, was wichtig ist hier, was man wissen muss, die, vor allem die asiatischen und die afrikanischen Arten, die haben halt keine Brennhaare. Das heißt, die einzige Verteidigungsstrategie von den Arten ist es eben, ist der Giftbiss. Ja. Und deswegen beißen die Tiere deutlich schneller als jetzt wie beispielsweise eine, die ihre... genau, südamerikanische Arten, wie unsere Avicularias oder auch größere Brachypelmas oder Camostola, was wir da haben. Die haben eben die Brennhaare. Ne? Das heißt, sie können erstmal ihre Haare abstreifen und so den Angreifer im Prinzip beeinflussen und die Asiaten können halt nur beißen und deswegen nicht mit den Fingern dran gehen. Genau. Ja, gut. Dann gehen wir noch eins weiter oder schauen wir hier mal noch kurz rein. Da haben wir jetzt verschiedene Xenestis-Arten. Auch eine super schöne Art. Hier ist die sogenannte Speck White. Also auch eine noch unbeschriebene Art, die unter dem Namen Speck White verkauft wird. Jetzt fragt man sich hier wahrscheinlich, warum White, wenn die doch hier schwarz und lila ist. Das kommt daher, dass die Jungtiere von den Spinnen im Prinzip weiße Beine haben. Okay. Und daher hat man dann diesen Namen einfach ausgesucht. Aha. Also eben die Xenestis imanis kennt man ja, die gibt es schon ewig. Ne? Die genau. Ist ja auch so schwarz mit dem lila wenig oben drauf auf dem Carapax. Ne? Genau, die haben wir dann hier unten beispielsweise, aber da sehen wir jetzt noch nicht wunderschön. So ähnlich. Also das haben einige der Xenestis-Arten haben eben dieses kontrastreiche Lila auf dem Carapax. Lila mit drauf, okay. So, dann schauen wir uns mal den nächsten Raum an. Hier haben wir jetzt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Pözzeloteria und Caribena in dem Raum. Insgesamt 50 Zuchtweibchen Pözzeloteria, da davon die meisten Metallica. Und ungefähr 40 bis, ich glaube 45 Caribena versicolor Zuchtweibchen. Okay. Der Raum ist jetzt auch wieder so konzipiert, dass er halt die klimatischen Bedingungen ideal abbildet, die die Tiere brauchen, damit es ihnen gut geht einerseits und damit wir sie vernünftig nachzüchten können. Und wie kommt es, dass du jetzt so Schwerpunkt Metallica bzw. Versicolor, einfach weil es halt eine schöne Sorte ist? Du kennst mich ja schon eine ganze Weile. Ich habe so vor 10 Jahren ungefähr haben wir bis zu 100 verschiedene Arten gehabt, aber jetzt so die letzten 5 bis 8 Jahre haben wir uns wirklich auf verschiedene Arten spezialisiert, weil man einfach dann nachhaltig arbeiten kann. Das heißt, ich bin eigentlich von außen dann relativ unabhängig und kann halt mit meinen eigenen Nachzuchten dann immer weiterarbeiten. Aha. Und man kann einfach, wenn man eben so Raumsysteme, nenne ich das, fährt, ne, dass man halt sagt, ich habe einen Raum für bestimmte Arten, dann kann man das halt wirklich von der Temperatur und so weiter so machen, dass es halt ideal ist. Ne? Und das sind halt dann auch Arten, klar, eben Pozzoloteria Metallica, das ist was, wo immer beliebt ist, wunderschöne Vogelspinne. Gell? Und, klar, ich sag mal, die wirtschaftliche Komponente kommt natürlich im Geschäft auch dazu. Ne? Man muss sich natürlich überlegen, wie kann man effizient und gewinnbringend arbeiten. Ja. Und da ist es halt deutlich sinnvoller, einfach sich zu spezialisieren auf bestimmte Arten. Ist das, was ich hier jetzt habe, ist eine Pözzeloteria subfusca, also schwarz, gelb, weiß, cremefarbener Kontrast. Das sind jetzt Tiere aus Sri Lanka hier. Und das ist eigentlich so meine Lieblings-Pözzeloteria-Art. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich schon gewundert haben, warum ich hier eigentlich so ein komisches Teil da an meinem Arm habe. Ich war natürlich frisch beim Tätowieren jetzt gerade erst gestern und habe mir hier eine wunderschöne große Pözzeloteria subfusca drauf machen lassen. Okay. Und genau, weil die halt einfach super faszinierend schön sind. Ja. Mich echt schon viele Jahre begeistern. Also gerade die Pozzis sind ja schon relativ aggressiv und das heißt ja, dass die Bisse relativ potent sein sollen vom Gift. Das ist tatsächlich so. Also Pözzeloteria ist sicherlich die Gattung, deren Gift eigentlich die stärkste Wirkung auf Menschen hat. Ja. Also das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ne, das machen wir aus dem Grund, weil ich relativ gut berechnen kann, was das Tier jetzt macht, wie sich es bewegt. Ne? Ja. Aber da sollte man auf keinen Fall halt mit bloßen Händen dran gehen oder irgendwie unbedacht hantieren. Ja, eben, das hat mich jetzt ein wenig überrascht. Genau, weil der Giftbiss von so einer Pözzeloteria, der hat halt wirklich so also starke Schmerzen und dann aber halt auch so Grippesymptome, Schüttelfrost über mehrere Tage bis Wochen sogar. Ja. Kann man da davontragen. Also deswegen wirklich da aufpassen. Okay. Ne? Also auch wenn ich jetzt hier irgendwie mit irgendwelchen Tieren hantiere, das bitte nie zu Hause nachmachen, sondern ich mache das schon recht lange und ich weiß genau, wie die Tiere... Das hat mich jetzt eigentlich ein wenig überrascht, also ich hätte jetzt in dem Moment vielleicht wegen Bedenken gehabt, dass die doch vorkommt und Spinnen wie auch Schlangen, also man kann, wenn man die Tiere kennt, kann man relativ gut
abschätzen, wie sie jetzt als nächstes reagiert. Ja, wenn man da keine unbedachten Dinge tut, dann hält sich das Risiko in Grenze. Wenn du dich gerade noch einmal umdrehst hier vielleicht, noch einen Blick dahin, da haben wir jetzt unsere Männerstube. Das ist ja ein schönes Bild hier. Ja. Und also hier sind lauter Männchen drin. Genau, das sind jetzt alles Männchen von Pölzeloteria metallica, genauso hier und hier in unterschiedlichen Stadien. Ne? Und sobald die Männer dann adult sind, fangen wir die dann praktisch raus. Das sehen wir dann hier zum Beispiel. Ne? Das sind dann adulte Männchen, geschlechtsreife Männchen. Und die gehen dann eben hier der Reihe nach dann zu den Weibchen rein. Okay. Und dann ja, wird wieder nachgezüchtet. Urs, erstmal tausend Dank für den echt also spannenden, coolen Rundgang. Wirklich super. Wie gerade angedeutet, dann machen wir noch eine Terrafosa-Folge extra. Könnt ihr euch drauf freuen. Liebe Community, gern eure Kommentare drunter. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr sagt, hey cool, endlich mal wieder Vogelspinnen, tolles Thema, dann Daumen hoch und ansonsten bis zur nächsten Folge, checkt die Tarantulas.